Mein Name ist Burkhard Rick, ich bin Polizeipressesprecher hier bei der Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis. Wir haben hier weiträumig abgesperrt und Suchmaßnahmen eingeleitet, weil es gegen 8.50 Uhr eine Bombendrohung gab für diese Unterkunft, die derzeit von etwa 50 Flüchtlingen bewohnt wird. Wir mussten das Gebäude räumen, die Evakuierung einleiten und die Flüchtlinge sind in eine andere Unterkunft gebracht worden, wo sie betreut werden. Zur Absuche des Gebäudes, was natürlich derzeit ansteht und immer noch andauert, sind Sprengstoffspürhunde angefordert worden, die jetzt sukzessive die Gebäudeflächen absuchen. Vielleicht können Sie auch kurz erklären, wie ist es, wenn man bei der Polizei anruft und eine Bombendrohung ausspricht und es da nichts dahinter ist? Was gibt es da für Konsequenzen? Solche böswilligen Alarmierungen haben weitreichende Konsequenzen. Hier sind unter Umständen Straftatbestände erfüllt. Das kann ein Missbrauch von Notrufeinrichtungen sein, das kann aber auch ein Vortäuschen einer Straftat sein. Dieser Tatbestand wird bis zu 3 Jahren Haft bedroht. Und jetzt hat es eben schon mal erklärt, wenn man mit unterdrückter Nummer bei der Polizei versucht anzurufen, ist das in der Regel nicht möglich. Nein, die Rufnummerunterdrückung funktioniert bei Notrufen nicht. Da wird die Nummer angezeigt und wir können natürlich den Anrufer dann identifizieren. Musste gegen die Klasse führen? Nett, das würde ich nicht. Aber ich finde. Relativ. Arbeitsbereit gewesen wären. Ne? Ja, hast du. Ja, hast du. Ja, hast du. Hunde, ne? Da sind sie. Geht ja auch suchen, Kennzeichen. Hätte ich ja gleich. Oder er kommt wieder vor den Schein. Ist also beim Start. Das ist schön, wenn ich hier bin. Ich fahre.
Quartschett ist ab dem 22.10. auf unbefristete Zeit geschlossen. Nee, rechts daneben, in der Ecke unten. Zwischen den, also das mittlere Schild. Ach, das da. Ja, der Einsatz ist hier beendet. Die Diensthunde haben hier keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Wir können davon ausgehen, dass hier keine Sprengstoffe im Gebäude sind. Das heißt, wir haben es mit einer böswilligen Alarmierung eines Täters zu tun. Das muss man schon so sagen. Schließlich ist hier der Straftatbestand des Vortäuschens einer Straftat erfüllt. Darüber hinaus wird auch dann die Rechnung für diesen Einsatz an diesen Täter gehen. Wie hoch wird die Rechnung ungefähr ausfallen? Also aktuell bei einer groben Schätzung müssen wir von einem mittleren fünfstelligen Eurobetrag schon ausgehen. Haben Sie schon irgendwelche Hinweise auf den Täter? Wir haben Spuren gesichert, die uns möglicherweise zum Täter führen. Das muss ja natürlich schon ausgewertet werden. Wie lange hat der Einsatz für die Polizei jetzt insgesamt ungefähr gedauert? Dieser Einsatz hat seit heute Morgen 8.40 Uhr bis eben jetzt 15.07 Uhr genau gedauert. Ja. Und die Flüchtlinge, die kommen jetzt wieder zurück in die Halle und dann jetzt kannst du mal weiter wie vorher auch. Genau, sie können jetzt wieder ihre Unterkünfte beruhigt beziehen.